So, ich habe mir heute den, glaube ich, heißesten Tag der Woche ausgesucht, um für euch die Dekor-Informationsvideos zu drehen. Das macht aber nichts. Es ist jetzt gerade um die Mittagszeit und ich sitze unter der achtstämmigen Linde im Schatten. Ich zeige euch die mal, die wunderbare. Und was ich jetzt noch mit euch teilen möchte, sind Gedanken, die ich seit gestern habe. Ich habe gestern Gespräche geführt mit einer Freundin, die in Wien, die so im Sozialbereich arbeitet. Und von der habe ich erfahren, dass es mittlerweile Normalzustand ist, dass zum Beispiel auf Jugendämtern eine Person über 100 Familien betreut. Und ich brauche jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, es ist völlig klar, dass das systematisch, menschlich, auf allen Ebenen überhaupt nicht funktionieren kann. Das heißt, da bleiben ganz viele Menschen auf der Strecke, die hilfsbedürftig sind. Und es bleiben vor allem Kinder auf der Strecke. Und was hat das jetzt mit Dekor zu tun? Dekor ist ein Programm, in dem wir Menschen aufrufen, die in ihrer Kraft sind, die Kraft noch andocken können, die noch fähig sind, Entscheidungen zu treffen, die wissen, welche Verantwortung wir als erwachsene Menschen haben gegenüber der nächsten Generation. Wenn es uns jetzt da herumstreut in dieser echt herausfordernden Phase, in der wir jetzt gerade sind, wenn wir diese Stabilität unseren Kindern nicht vermitteln können, und da geht es gar nicht darum, dass es die eigenen Kinder sein müssen. Jeder, der hier im Leben steht, ist in einem Energiefeld und das Energiefeld wirkt auf das globale Energiefeld. Das heißt, jede Arbeit an dir selbst unterstützt das Kollektiv. Ja, ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht mehr dazu sagen. That's the message. Und da geht es auch um Verantwortung, um Ja zu sagen für das, was hier als Aufgabe für uns ansteht, weil wir nicht zufällig genau zu dem Zeitpunkt hier sind.